Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Puh, das ist jetzt glaube ich das fünfte Mal, dass ich anfange das hier zu reden. Ich weiß nicht, irgendwie vorher ist immer was schief gegangen. Und naja, auf jeden Fall, das ist das Training von dieser Woche. Und ja, da haben wir Squats gemacht, habe ich Squats gemacht, also ja, die anderen auch, also Squats, Bankdrücken, Overhead Press, schwer, die, also wie, das sind jetzt die sozusagen mittelschweren Volumensätze. 4 Wiederholungen, 7 bis 10 Sätze jeweils. Bei Squats waren das 148,5 Kilo. Also immer schöne Steigerung. Und das geht alles ganz geschmeidig. Bei Overhead Press waren das 64 Kilo und bei Bankdrücken waren es 117,5 Kilo. Und zu Squats kann ich sagen, es wird immer besser, also man arbeitet ja immer an der Technik und so weiter, und da habe ich ja vor einigen Wochen das Buch von Case Red gelesen mit den Beine parallel, Knie nach außen und so weiter, und muss sagen, das finde ich ganz, habe mich da jetzt dran gewöhnt und das ist richtig gut, man fühlt sich richtig stabil auch unten, und auch wenn es sozusagen langsamer wird bei den Squats in den letzten Sätzen. Man fühlt sich trotzdem komplett sicher und es ist nicht so, dass man so denkt, so, oh, sondern es ist einfach nur, ja okay, es wird ein bisschen schwieriger, das ist sozusagen, aber man steht sozusagen komplett stabil und muss einfach nur drücken und merkt so, ja, es geht trotzdem noch alles hoch und macht da nicht irgendeinen Scheiß, so komisch rumgewurscht und so weiter. Also das ist, da bin ich richtig zufrieden, dass es alles so safe ist. Und ein bisschen gehen meine Knie noch nach innen, unten, da muss ich vielleicht noch ein bisschen arbeiten, aber im Moment ist es trotzdem noch alles extrem stabil und deswegen bin ich damit sehr zufrieden. Also ich habe jetzt wieder nicht alle Sätze aufgenommen, es sind jeweils immer nur so, ich glaube Squats sind das 5 Sätze, die hier kommen, und dann kommen 3 Sätze Overhead Press und dann nochmal 5 Sätze Bankdrücken. Von jeweils 7 bis 10, die ich gemacht habe. Ich weiß nicht mehr ganz genau, Squats, wie viele Sätze ich da gemacht habe. Also auf jeden Fall ist es immer so, ich entscheide dann im Workout, mache ich mehr, mache ich weniger, also höre ich schon bei 7 auf oder mache ich doch noch 10, das ist dann immer von verschiedenen Dingen abhängig, ob ich unter Zeitdruck stehe. Dann natürlich, wie schwer das ist, wenn ich natürlich irgendwie nach anderthalb Minuten schon wieder den nächsten Satz machen kann, sage ich, okay, dann mache ich auch 10 Sätze so. Dann geht das ja easy, und wenn ich wirklich extrem viel Pause brauche und mich das voll kaputt macht, dann höre ich natürlich nach 7 Sätzen schon auf. Jetzt sind wir hier bei den Overhead Press Sätzen. 64 Kilo, das ist auch, also eigentlich eine ganz schöne Progression, wenn ich jetzt schon nach zurückgucke, meine ich. Früher, ich weiß, einmal bin ich ohnmächtig geworden, als ich 60 Kilo versucht habe. Da habe ich das versucht, so einmal hochzumachen, habe so, und dann bin ich ohnmächtig. Und einfach so, habe das Ding noch reingerackt und dann bin ich weg und umgekippt. Und jetzt 64 Kilo, easy für 4 Wiederholungen. Das ist ganz, ganz schön. Man kann vielleicht noch gucken, ja, wie weit soll man den Rücken krumm machen und so weiter. Wichtig ist halt immer nur, obwohl das bei Overpress keine große Sache ist, der Rücken darf sich nicht bewegen. Optimalerweise ist er immer gerade. Wenn er nicht gerade ist, dann muss er über den gesamten Bewegungsablauf auch nicht gerade bleiben. Das heißt, er muss angespannt bleiben. Das heißt, man muss sich sozusagen für eine Position entscheiden und die dann sozusagen festmachen. Und dann, egal was man für eine Bewegung unter Last macht, diese Position beibehalten, um sozusagen ja, die Wirbelsäule und was weiß ich alles, um alles stabil zu halten und so weiter, weil sonst kann man auch sehr schlecht Kraft übertragen, wenn sozusagen die Wirbelsäule nicht stabil ist. Ja, Bankdrücken kann man auch zu meiner Technik sagen, wird immer besser. Also beziehungsweise, was war das Problem bei mir, bei meiner Technik? Dass mein Arsch hochgeht. So, das ist einfach so, muss man sich dran gewöhnen, muss man konzentrieren, dass man einfach
sagt, okay, ich lasse den Arsch unten, weil in Wettkämpfen wäre das ja nicht erlaubt. Und die Leute sind ja alle so, oh, das wäre aber keine gültige Rap. Ist die Frage, also prinzipiell gilt ja, Chest berühren und Lockout. Und dann kann man noch 10.000 andere Regeln hinzufügen. Es gibt so verschiedene Verbände. Da kann man sagen, ja, Arsch muss auf der Bank bleiben. Man muss unten pausieren. Man darf den Kopf nicht anheben. Und sowas alles. Das ist dann, denke ich, auch von Verband zu Verband unterschiedlich. Aber man muss ja gucken, dass man dann alle Regeln einführt. Und ja, also ich mache jetzt zum Beispiel auch Touch and Go. Ich mache keinen Pause Bench Press. Habe ja einfach keine Lust drauf, wenn ich auf einen Wettkampf gehe, dann trainiere ich das nochmal, Pause Bench Press oder so. Aber, also zum, beim Aufwärmen mache ich zum Beispiel auch Pause Bench Press nochmal. Also so, zack und dann boom. Boom, aber wenn es so ein schweres Gewicht geht, dann nimmt das halt zu viel Kraft weg, dieses Pause. Und deswegen lasse ich das erstmal. Ja, man sieht, mein Arsch geht noch ein bisschen hoch. Aber im Großen und Ganzen alles auf dem Weg der Besserung. Kraft geht nach oben, Technik wird besser und Yippie-Yay. Ciao.